Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie nach einer gewissen Pause, bedingt durch die vorlesungsfreie Zeit in den Osterferien. Und wir werden also jetzt versuchen, möglichst nahtlos anzuknüpfen an das, was wir vorher besprochen hatten. Sie werden sich vielleicht erinnern, dass wir dabei waren, uns über die Leitungsmechanismen in verschiedenen Substanzen und Systemen zu unterhalten. Und da haben wir eingeteilt nach Aggregatzuständen, was passiert bei festen Körpern, bei Flüssigkeiten und bei Gasen. Und die festen Körper und die Flüssigkeiten, die hatten wir schon und heute kommen noch die Gase dran. Und Sie werden sehen, alle diese verschiedenen Systeme zeigen durchaus ein unterschiedliches Verhalten und sind qualitativ anders zu behandeln. Dementsprechend ist das insgesamt ein außerordentliches, interessantes und ergiebiges Gebiet, das wir natürlich hier nur streifen können. Aber wir werden schon einige Bemerkungen dazu auch machen, wo es aufgrund der Beobachtungen zu sehr weitreichenden Folgerungen gekommen ist bei diesen Leitungsvorgängen. Also um ganz kurz zu rekapitulieren, bei den festen Körpern haben wir zwischen Leitern, insbesondere metallischen Leitern und Isolatoren unterschieden. Und die, wie sich zeigt, unterscheiden sich gewaltig hinsichtlich ihrer Leitfähigkeit. Bei den metallischen Leitern kommt diese verhältnismäßig gute Leitfähigkeit dadurch zustande, dass Elektronen aus den äußeren Hüllen der Atomrümpfe frei beweglich in einem Leitungsenergieband sind, weitgehend frei beweglich und dadurch eine leichte und gute Stromleitung möglich ist. Bei den Isolatoren hingegen ist es so, dass nur durch sehr große Energien, die üblicherweise nicht zur Verfügung stehen, Elektronen aus den äußeren Hüllen der Atome oder Moleküle dieser Körper in eine genügend hohe Energie gehoben werden könnten, auch in ein Leitungsband, wo sie sich bewegen könnten, so dass also bei den Isolatoren das Leitungsband immer leer ist. Und daher kommt es zu den gewaltigen Unterschieden bei der Leitfähigkeit von metallischen Festkörpern und Isolatoren. Jedenfalls aber in den meisten Fällen haben wir es mit Elektronenleitung zu tun bei den metallischen Festkörpern, was natürlich sehr, sehr große praktische Bedeutung hat. Denken Sie an das Kupfer in den Kupferdrähten. Ja, da könnten wir also Ströme nicht so weit verbreitet verwenden, wie wir das tun, wenn wir nicht die Kupferdrähte hätten, wo also die Leitung eben sehr gut möglich ist. Bei den Flüssigkeiten liegt die Sache völlig anders. Da spielen Elektronen als Leiter praktisch keine, als bewegte Ladungsträger praktisch keine Rolle. Wir haben es hier hauptsächlich mit Ionen zu tun. Und nicht in allen Flüssigkeiten treten Ionen in genügender Anzahl auf. Wenn man also eine Flüssigkeit betrachtet, wo die Moleküle in der Flüssigkeit bleiben, wie sie sind, sich also nicht verändern, zerspalten, ionisieren, wenn man diese Materialien in eine Lösung bringt. Also denken Sie zum Beispiel an Zucker, den man also in Wasser auflöst, da passiert nichts. Weil die Zuckermoleküle bleiben insgesamt neutral, können daher nicht als Ladungsträger für die Stromleitung fungieren. Aber es gibt andere Substanzen mit ionischer Bindung, zum Beispiel ein besonders populärer Repräsentant ist das allseits bekannte Kochsalz, aber gibt es viele andere auch, wo eben die beiden Atome, das Natrium und das Chlorid, also das Chloratom im Falle des Kochsalzes,
gebunden sind, nicht durch eine sogenannte kovalente Bindung, darüber werden sie noch oder haben sie schon mehr in der Chemie gehört, wo also dann es zu einer Überlappung der Elektronenhüllen der einzelnen Atome kommt, sondern hauptsächlich durch eine Ionenbindung, so dass halt einer der beiden Partner weitgehend positiv, der andere weitgehend negativ ist. Und wenn die also so durch ihre Anziehungskraft zusammenhalten, dann haben wir halt ein Natriumchloridmolekül, ein Salzmolekül. Wenn wir aber diese Moleküle, also so eine gewisse Menge von dem Kochsalz in eine flüssige Lösung in Wasser gibt, dann wird aufgrund der Ihnen ja schon bekannten Situation, dass Wasser eine verhältnismäßig hohe, die Elektrizitätskonstante hat, und um diesen hohen Faktor, ca. 80 im statischen Fall, um diesen Faktor dann die Anziehungskraft zwischen positiven und negativen Ladungen reduziert wird, werden dann diese zwei Atome, Natrium und Chlor, nicht mehr so gut zusammengebunden und durch verhältnismäßig geringe thermische Energien, die zur Verfügung stehen bei den normalen Temperaturen unserer Umgebung, werden sich die dann weitgehend voneinander lösen. Wir sprechen von Dissoziation und da haben wir sie dann schon, die Ionen. Positive Natriumionen, negative Chlorionen, und das geht also in vielfältigen anderen Fällen auch, sodass wir dann bei den Flüssigkeiten im Wesentlichen, man muss eigentlich immer sagen im Wesentlichen, aber kann man doch weitgehend so sagen, keine Elektronenleitung hat, sondern Ionenleitung. Und das hatten wir, wenn Sie sich noch erinnern, in einigen recht eindrucksvollen Experimenten auch vorführen können. Das sieht man richtig, das ist natürlich schön. Bei den Festkörpern geht es nicht so gut, weil die leitenden metallischen Festkörper sind alle undurchsichtig, da kann man nicht reinschauen. Aber in eine Kochsalzlösung zum Beispiel oder irgendwelche anderen Lösungen, so eine flüssige Lösung, da kann man durchschauen und dann sieht man was. Und dann, wer sieht, der glaubt. Nicht? Aber natürlich, es darf nicht nur immer das alles gelten, was man sieht, denn sonst gäbe es ja gar keine Atome und Moleküle, weil die sieht man ja so ohne weiteres auch nicht. Nicht? Daran hat sich ja der Ernst Mach gestoßen und hat dem Boltzmann immer vorgehalten, dass das ja eigentlich alles nichts ist. Er soll ihm mal ein Molekül zeigen und solange er es nicht sieht, gibt es das alles nicht. Sehr zum Missvergnügen von Boltzmann, der das natürlich alles sehr gut nachvollziehen konnte mit seinem Modell der Moleküle und Atome. Aber naja, also so positivistisch wollen wir nicht sein, dass wir alles nur dann sehen, glauben, wenn es also da so liegt und man sieht es. Aber natürlich, es dient schon sehr der Veranschaulichung und auch der Überzeugung, wenn man derartige Vorgänge auch wirklich beobachten kann. Und das wollen wir also heute fortsetzen bei der Stromleitung in Gasen. Die haben natürlich den Vorteil, dass man erst recht durch sie gut hindurch sieht, sonst würden wir uns ja nicht sehen. Nicht? Wir befinden uns ja auch in einem Gas und sehen uns recht gut. Also das ist dann natürlich auch ein Vorteil, wenn solche Gase dann zum Stromleitern werden, dass man auch recht schön sehen kann, was da drinnen passiert. Und das werden wir also bei einem unserer zwei Experimente, die heute vorbereitet sind, auch tatsächlich vorführen können. Da sage ich Ihnen gleich, da wird es also recht romantisch dunkel da herinnen. So gegen Ende der Vorlesung wird es also kohlrabenschwarz da herin werden. Na gut, also Stromleitung in Gasen. Und da zeigt sich jetzt bei den Gasen, da kann beides eintreten. Da kann Stromleitung durch Elektronen passieren, so wie bei den metallischen Leitern, die sind ja elektronische Leiter, weil eben Elektronen hauptsächlich zum Ladungstransport eben beitragen, und aber auch sowohl positive als auch negative Ionen. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, woher kommt denn das? Denn wenn man da so ein Gas hat, wie da die Luft, und da tun so zwei Elektroden hinein, da passiert eigentlich gar nichts. Also da wird ja faktisch kein Strom oder nur sehr geringer Strom geleitet. Also wie kommt es denn überhaupt dazu,
dass Gase überhaupt leitend werden können. Naja, da kommt es also auch wiederum darauf an, so ähnlich wie auch bei den Flüssigkeiten, deswegen habe ich das ja jetzt ein bisschen noch rekapituliert, dass Sie das wieder präsent haben, was wir da über die Festkörper und die Flüssigkeiten gesagt haben vor Ostern. Also so wie bei den Flüssigkeiten muss man auch bei den Gasen eine Ionisierung erreichen. Bei den Flüssigkeiten ist es durch den Dissoziationsvorgang, durch die Lösung, dort teilen sich diese ionengebundenen Moleküle auf und so entstehen halt die Ionen und die bewegen sich dann so schön langsam entsprechend ihrer Beweglichkeit durch die Flüssigkeiten hindurch. Na, bei den Gasen geht das alles ein bisschen schneller. Die zischen da schon ziemlich schnell durch dann, weil so ein Gas hat natürlich eine viel kleinere Viskosität als die Flüssigkeiten. Und so Ionen, die sich da bilden und überhaupt Elektronen, das sind also richtige Pfitschi-Pfeile, wenn die da so durchsausen durch die Gase. Dementsprechend wird man denen also jetzt nicht so bequem zuschauen können, wie da so hinüberwandern. Nicht? Aber man kann sie doch sichtbar machen, diese Ladungsträger, dadurch, dass sie, und das werde ich gleich anschließend noch etwas näher beschreiben, dass sie Leuchterscheinungen hervorrufen. Und diese Leuchterscheinungen sieht man dann, also irgendwie indirekt ist es schon, nicht? So wirklich die Ionen da so nachverfolgen, das tut man natürlich mit freiem Auge nicht. Man ist sehr häufig auf indirekte Schlussfolgerungen angewiesen, aber wenn dann alles gut zusammenpasst, dann ist man durch die Gegebenheiten doch einigermaßen überzeugt und sieht das jeweilige Modell als ein sinnvolles Modell an, solange nicht einer kommt und nachweist, dass es ein Blödsinn ist. Und dann muss man sich halt was anderes überlegen. Das ist halt der Gang der Dinge in den Naturwissenschaften. Also wir haben bei der Stromleitung in Gasen nicht einfach elektronische Leiter und auch nicht Ionenleiter, sondern, was soll es schon anderes sein, gemischte Leiter. Gemischter Leiter ist ein Strom, ist ein Gas. Also sowohl Ionen als auch Elektronen. Elektronen, positive und negative Ionen, sind in einem Gas vorhanden. Und zwar in verschiedenen Konzentrationen. Also so natürlich, wenn man heute die Luft so betrachtet, wie sie ist, eben sehr gering. Aber bei entsprechenden Vorkehrungen, und wir werden gleich näher darüber sprechen, was man da für Vorkehrungen trifft, hat man dann Gase vor sich mit entsprechend höheren Ladungsträgerkonzentrationen. Und solche Gase mit genügend hohen Ladungsträgerkonzentrationen, die nennt man ein Plasma. Plasmen sind also hochionisierte Gase. Und die Frage ist also, wie erreicht man das? Naja, eine Möglichkeit ist natürlich die, dass man die Temperatur sehr hoch macht. Und das ist es auch, was man meistens im Zusammenhang mit dem Ausdruck Plasma vor sich hat. Ein Gas bei extrem hoher Temperatur, wo dann aufgrund der hohen mittleren thermischen Energien der Gasmoleküle eben schon nur durch die Kollisionen dann es zu Ionisierungen kommt und dann zur Plasmabildung. Aber es gibt verschiedene Methoden, wie man also größere Ionenkonzentrationen herstellen kann. So in der Atmosphäre, wie eben zum Beispiel die Luft hier in dem Raum, gibt es auch Ladungsträgerkonzentrationen. Einige Ionen sind hier auch enthalten. Das haben wir auch schon besprochen, die haben uns nämlich geärgert bei den elektrostatischen Versuchen. Wenn man da also so einen Kondensator hinstellt, haben wir doch wieder einmal Kondensator, mit zwei so Platten, auf der einen ist eine positive Ladung, auf der anderen negativ, man lässt das stehen eine Zeit, dann wird die Spannung im Laufe der Zeit geringer. Na wieso? Weil einige Ionen gibt es, die in dem Feld zwischen diesen Kondensatorplatten sich dann bewegen und langsam aber doch den Kondensator dann entladen. Aber halt langsam genug, sodass man vernünftige elektrostatische Versuche durchführen kann. Aber wenn die Ladungsträgerkonzentration größer wird, schaut die Geschichte ganz anders aus. Nicht? Aber woher kommen nun diese wenigen von natürlich vorhandenen Ionen?
Also eine natürliche Ionisation kommt zustande durch Höhenstrahlung. Durch Höhenstrahlung. Da haben wir übrigens einen Nobelpreisträger aus den Reihen der Universität Wien, den Herrn Hess. Da wird heuer, glaube ich, ein 100-jähriges Jubiläum gefeiert, der also die Höhenstrahlung entdeckt hat, eine ganz wichtige Geschichte. Und andererseits durch natürliche Radioaktivität. Das sind zwei Prozesse, die ablaufen, auch ohne dass wir was dazu beitragen, deswegen nenne ich es natürlich. Und das ist also eine Geschichte mit dem Wort natürlich. Ich mag das Wort eigentlich nicht. Weil eigentlich alles, was wir sehen, ist natürlich. Weil was ist denn die Natur schon? Dem das, was wir sehen. Nicht? Oder auch das, was wir nicht sehen. Aber jedenfalls alles, was wir irgendwie beobachten können, ist ja die Natur. Also etwas als unnatürlich oder übernatürlich zu bezeichnen, halte ich also eigentlich für nicht sehr gescheit. Man sollte eher anthropogen und nicht anthropogen sagen. Das, was die Menschen verursachen, das, was auch passiert, bevor die Menschen da waren. Nicht? Das ist also zum Beispiel schon was Wichtiges. Und das sind also nicht anthropogene Vorgänge, die also eben auch ablaufen, wenn wir nichts dazu beitragen. Die Höhenstrahlung, das ist also eine aus dem tiefen Weltraum kommende, sehr hochenergetische Strahlung, wo die primären Protonen, die da in der oberen Atmosphäre eintreffen, Energien haben, die wir auch heute noch mit den besten Beschleunigungsanlagen nicht erreichen können. Die sind also durch genügend lange Zeit, das Universum hat ja Zeit gehabt, nicht? In vielen großen Magnetfeldern dann halt beschleunigt worden und kommen da dann daher und man hat sie ausgerechnet aufgrund der Zeitdilatation, wenn man mit einem solchen Proton mitfliegen würde, dann würde aus der Sicht des Protons die Erde erst eine Woche alt sein. Also das ist jetzt ein bisschen so dahergeredet. Nicht? Das kommt noch mit der speziellen Relativitätstheorie, kann man da ein bisschen was dazu sagen. Ich will nur also irgendwie begreiflich machen, was für unglaubliche Bedingungen da herrschen, wenn da also solche Protonen da herkommen. Aber Gott sei Dank haben wir also die Atmosphäre da oben, wenn die dann eintreffen, dann werden also schauerneue Teilchen gebildet und da kommen dann Pionen und Myonen und alles da herunter. Und das tut uns auch nicht so gut, das führt auch hier und da zu irgendwelchen Störungen und Veränderungen, zu Mutationen, aber vielleicht geben es uns gar nicht. Denn wir sind ja wahrscheinlich irgendwelche halt zufällig gute Mutationsprodukte, aus denen wir dann halt geworden sind. Sonst hätte man immer neues Algen herumliegen irgendwo, nicht? Also, das ist gar nicht so, das hat schon alles irgendwie seine Funktion. Jetzt will ich nicht sagen, dass da einer ist, der die Höhenstrahlung einschaltet, damit wir was werden, sondern es hat sich halt alles so zusammengefügt und das ist großartig, wenn man das halt so beobachtet und da feststellt, wow, das ist also, wenn das und das und das alles passt, deswegen sind wir eigentlich da. Ne? Naja, also das ist die Höhenstrahlung und die natürliche Radioaktivität, ja, das, was es halt so an Uranerzen und sowas gibt, die haben natürlich auch gewisse Strahlungen. Und die führen auch dann zu Ionisation, aber das ist eben relativ wenig. Geringe Ionenkonzentrationen. Und wesentlich ist das, also führt zu geringen Ionenkonzentrationen. Ich habe mir die Zahl nicht rausgesucht, wie viele Ionen da so typisch sind pro Kubikmeter. Aber das ist alles genau untersucht. Aber was uns natürlich jetzt interessiert, damit das Ganze auch irgendwie eine praktische Anwendung hat, damit man was machen kann, damit man so einen richtigen Leitungsvorgang hat und nicht nur so Tröpfeln, ein paar Ionen, die da halt irgendwo und den Kondensator in einer halben Stunde ein bisschen entladen, das ist ja nichts Spannendes. Also wenn man entsprechend wirklich wesentliche Ströme erreichen möchte, auch bei Gasen, dann braucht man eben Plasmen. Und da kommt es eben jetzt darauf an, dass man höhere, größere Ionenkonzentrationen erzeugen kann. Erzeugung größere Ionen.
Konzentrationen. Naja, und da gibt es also verschiedene Prozesse, die wir also nicht im Einzelnen, aber doch in groben Zügen besprechen wollen. Jedenfalls ist es so, und das möchte ich vorwegschicken, wenn man durch irgendwelche Vorgänge die Gasmoleküle ionisiert, dann wird also zum Beispiel bei dem Molekül ein Elektron weggeschossen, so wird das Molekül dann positiv, das Elektron ist negativ, das lagert sich dann möglicherweise an einem anderen Gasatom an und dann haben sie also ein positives und ein negatives Gasion und es kann schon losgehen sozusagen, weil wenn es das dann zwischen zwei Elektroden geben, dann können sich die schon bewegen. Nur, und das möchte ich gleich vorweg betonen, das ist keine Einbahnstraße, denn die ziehen einander ja auch gegenseitig an, wie Sie wissen, ungleichnamige Ladungen. Das heißt, die klatschen dann auch wieder zusammen und dann ist wieder aus mit der Ionisierung. Das heißt, es gibt da immer zwei gegenläufige Prozesse, die Ionisation einerseits und die Rekombination. Also Erzeugung und Rekombination. Und wenn man gar nichts erzeugt, dann rekombiniert bald alles wieder und es ist nichts. Das heißt, wenn man also eine stationäre Situation haben möchte mit einer gewissen Anzahl von Ionen pro Kubikmeter, dann braucht man eine dauernde Erzeugungsrate und es stellt sich dann ein Fließgleichgewicht ein. Es gibt eine Rate, mit der die neu erzeugt werden oder eine andere Rate, mit der die wieder rekombinieren. Und wenn man diese Erzeugungsrate aufrechterhält, dann ergibt sich letzten Endes die Einstellung eines Gleichgewichtes. Stationäre Situation ergibt ein Gleichgewicht, wo man also dann eine gewisse Ladungsträgerkonzentration, Ionen, Elektronen in dem System hat. Und dieses Gleichgewicht hängt von den Mobilitäten, von den Ladungen, von der Erzeugungsrate etc. ab. Das können Sie sich vorstellen. Da kann man früh drüber rechnen. Das werden wir nicht tun. Das sind alles große Gebiete. Die Plasmaphysik ist ein äußerst weit verzweigtes Gebiet und kann Ihnen da nur so halt ein bisschen den Mund wässrig machen. Und wenn Sie sich dann mit dem näher auseinandersetzen wollen und auch wen finden, der Sie dabei betreut zunächst einmal, dann werden Sie sich das viel genauer anschauen. Und in weiterer Folge, wenn Sie die Gelegenheit haben, das dann auch eigenverantwortlich weiterzutreiben, dann natürlich haben Sie erst recht viele Möglichkeiten. Also was für eine Möglichkeit hat man, Ionisation überhaupt zu bewirken? Wollen wir versuchen, die Geschichte ein bisschen einzuteilen, damit man halt weiß, was für verschiedene Dinge halt so ablaufen können. Und eine Einteilung kann einmal so erfolgen. Die Ionisation kann einmal erfolgen. So. Die Ionisation kann einmal erfolgen als eine entweder Volumensionisation oder eine Oberflächen. Ionisation. Also entweder im Volumen durch hindurchtretende Höhenstrahlung oder durch entsprechend hohe Temperatur und thermische Energien kann Ionenbildung eintreten, Anzahl von Ionen pro Kubikmeter, die neu gebildet werden, oder aber zum Beispiel entweder an heißen Oberflächen oder an Oberflächen mit hohem elektrischem Potenzial, dann kann an der Oberfläche so eine Ionenerzeugung in Ionen pro Quadratmeter sozusagen Sekunde, eine solche Erzeugungsrate dort passieren.
Aber eine vielleicht noch wichtigere Unterscheidung ist, ob diese Erzeugung von den Ionen, also die Ionisation, unselbstständig oder selbstständig erfolgt. Jetzt schreibt man ja das selbstständig mit 2 ST. Früher hat man da einmal ST weggelassen. Unselbstständig oder selbstständig. Und das, was wir bisher so besprochen hatten, so mit Strahlung oder thermische Effekte und so, das geht immer eher in die Richtung unselbstständig. Da ist so ein äußerer Effekt und da saust so irgendwas auf dieses Gasmolekül hin und erzeugt also jetzt so ein Ionenpaar, das ist eine unselbstständige Geschichte. Aber, und das ist besonders wichtig für die Praxis auch, wenn man jetzt außerdem so ein Gas eben in ein relativ starkes elektrisches Feld bringt, dann kann es passieren, dass die gerade gebildeten, unselbstständig gebildeten Ionen dann relativ stark beschleunigt werden. Und dann, wenn sie entsprechend große Beschleunigungen haben und große Energien erhalten, wirken die selbst wieder durch Stoß mit einem anderen neutralen Gasmolekül derart, dass dieses wieder ionisiert wird. Und dann entstehen wieder neue Ionen und die werden wieder beschleunigt und das wird dann zu einer Kettenreaktion. Und das kommt also dann zu einem stoßweisen Entstehen von derartigen Vorgängen, also durch Stoß von Ionen, die schon vorher erzeugt wurden und beschleunigt wurden in einem elektrischen Feld, kann es dann dazu kommen, dass also dann dieser Stoß wieder zu einer neuen Ionisation führt und diese neuen Ionen, es entsteht eine richtige Welle, die sich immer stärker aufbaut, weil dann eben mit der Stoßionisation immer mehr Ionen entstehen und das wieder die Stoßionisation erhöht und das führt also zu einem Vorgang, wo dann sehr hohe Ionenkonzentrationen entstehen können. Also unselbstständige und selbstständige Ionisation ist ein wesentlicher Unterschied. Und meistens, in vielen Fällen, sind die praktischen Anwendungen verbunden mit selbstständiger Ionisation, oft in Plasmen. Und wir werden also heute eine solche selbstständige Ionisation auch tatsächlich vorführen können. Na, und was für Mechanismen sind es denn jetzt? Also da haben wir einmal, wie die Ionisation eingeteilt werden kann und dann hier, welche Mechanismen denn vorliegen. Und typischerweise haben wir 3 verschiedene Mechanismen, die man beobachtet. Das eine ist thermisch. Wenn also eine genügend große thermische Energie vorhanden ist, dann wird aufgrund dieser Energie das dann zu einer Ionisation, zu einer Aufspaltung eines zunächst neutralen Gasatoms in ein positives Ion und ein Elektron kommen und so fort. Aber es gibt auch die Photoionisation. Darunter versteht man, dass wenn ein genügend hochenergetische Lichtstrahlung auf einen Körper trifft, dass dann dort aufgrund der hereinkommenden Photonen Elektronen herausgeschlagen werden können und es dadurch zur Ionisierung kommt. Eine Sache, die Ihnen jetzt im Augenblick, so wie ich Ihnen das sage, sehr merkwürdig vorkommen muss. Weil wir haben ja bis jetzt in der Elektrodynamik, und wir reden ja schon zeitlang über elektrische Wechselwirkungskräfte, noch gar nie etwas wirklich von Photonen gesprochen. Höchstens am Anfang habe ich es ein bisschen darüber erzählt, dass das dann später einmal noch für uns wichtig werden wird. Für diese Photoionisation sind sie wichtig. Und der Effekt der Photoionisation, der zunächst natürlich
als ein empirischer Effekt festgestellt wurde, wurde dann letztlich erkannt, dass er nur erklärt werden kann dadurch, dass die Lichtstrahlung nicht nur einen Wellencharakter hat, sondern auch als Teilchenstrahlung angesehen werden kann und sogar muss, weil sonst die Beobachtungen zur Photoionisation nicht erklärbar wären. Also Sie sehen, glaube ich, schon an diesen zunächst so empirischen Einteilungen, die ich Ihnen da vorstelle, dass man da auch sehr viel über grundlegende Gesetzmäßigkeiten lernen kann. Und zum Teil werden wir das also bei anderer Gelegenheit noch dann später genauer besprechen. Ja, und der dritte Effekt, den ich hier bei den Mechanismen noch anführen möchte, ist eben die Elektronenstoßionisation. Wenn also Elektronen in einem entsprechenden elektrischen Feld genügend beschleunigt werden, kriegen sie genügend hohe Energien, um eben bewirken zu können, dass bei Stoß mit einem zunächst neutralen Gasmolekül dieses ionisiert werden kann. Dieser Elektronenstoß wird dann in vielen Fällen in weiterer Folge dann zu einer selbstständigen Entladung führen. Also das sind die Mechanismen, und diese Mechanismen, die wollen wir uns heute jetzt einigermaßen, soweit das im Rahmen unserer verfügbaren Zeit möglich ist, etwas anschaulicher darstellen. Also schauen wir einmal die thermische Ionisation an. Die thermische Ionisation. Da zeigt sich, Ionenemission kann erfolgen von heißen Metalloberflächen. Das wäre dann eine Oberflächenionisation. Wenn man also zum Beispiel glühende Drähte verwendet, dann können solche glühende Drähte, wie man sie früher in den Elektronenröhren verwendet hat, heute noch für manche Zwecke braucht man noch Röhren, insbesondere bei Hochfrequenzanwendungen. Also da kann man also von heißen Metalloberflächen eine Ionisation bewirken. Also ich glaube, wer von Ihnen kennt eigentlich den Begriff einer Elektronenröhre? Na doch, etliche, ja. Sie ist zwar längst nicht mehr so wichtig, wie sie vor 30 oder 50 Jahren war, da war sie das Nonplusultra, weil man kaum was anderes hatte, aber einen Computer mit Elektronenröhren aufzubauen mit der heutigen EDV-Leistung ist eben schlichtweg unmöglich. Weil nicht nur vom Volumen her, aber wenn da mal 100.000 Röhren drin sind, ist immer eine hin und es wird also nie funktionieren. Also das ist schon klar, aber für andere Anwendungen braucht man sie oft schon noch, und da in diesen Elektronenröhren wird also die thermische Ionisierung an heißen Metalloberflächen bei den Glühwendeln dazu verwendet, dass man dort Elektronen freisetzt, die dann eben in Bewegung kommen. Was wir uns also jetzt aber genauer anschauen wollen, experimentell, ist die Ionenemission in Flammen. Flammen, das sind eigentlich nichts anderes als glühende Gase. Also wenn die Gase eine genügend große Temperatur haben, dann beginnen die Gasmoleküle selbst elektromagnetische Strahlung auszusenden, so wie auch glühende Festkörper sichtbar werden. Und außerdem natürlich entsteht eben dann bei den entsprechenden hohen thermischen Energien
eine Ionisation der Moleküle und bei der Rekombination wird dann meistens wieder Energie frei, die in Form eines Photons ausgesendet wird. Und so strahlen sie dann und so sieht man die Flammen. Und davon haben die Leute sehr lang gut gelebt sozusagen, weil die Kerze oder das Lagerfeuer, da ist ja, gut, das Lagerfeuer ist auch, damit es warm ist, nicht? Aber die Kerze vor allem, damit man was sieht, nicht? Und also diese Flammen und die zugehörige Lichtemission ist also hier von Bedeutung. Wir schauen uns aber natürlich insbesondere hier an, wie sieht es denn aus? In welcher Weise können solche heißen Flammen dazu führen, dass man also tatsächlich eine Ionisation beobachten kann? Und das wollen wir mit Hilfe eines Experimentes Ihnen vorführen, das ich Ihnen jetzt einmal zunächst kurz beschreiben möchte. Es geht also um die Ionenemission in Flammen. Naja, Flammen, das kann man schon herstellen, indem man da so einen kleinen Flammenwerfer als unsere Lötlampe verwendet. Das ist ja eine Flamme. Und dementsprechend werden wir auch eine derartige, man kann das auch gemütlicher mit einer kleinen Kerzenflamme machen, aber der Effekt wird halt wesentlich deutlicher sichtbar mit unserem kleinen Flammenwerfer da. Und wie wir das aufbauen, ist also so, dass wir einerseits einen Kondensator aufbauen und dann anschauen, wie zwischen den Platten dieses Kondensators ein Strom fließen wird. Also die Anordnung zur Ionenemission in Flammen erfolgt so. Man hat also da die Platten eines Plattenkondensators und diese Platten werden also an eine Spannungsquelle angelegt und dann sieht man oder man lädt sie einfach auf, so ähnlich wie wir das ja auch schon mehrfach gemacht hatten, indem man also da mit unserer Reibungselektrizität da die eine Platte positiv und die andere dann entsprechend negativ auflädt und dann schaut man an, was passiert, wenn man jetzt da zwischen den Platten eine derartige thermische Ionisation hervorruft? Also da haben wir zum Beispiel ein Plus-Q, da haben wir ein Minus-Q und da schalten wir dazwischen ein Voltmeter, das ist da ein statisches Voltmeter, das kennen Sie schon, wo man also die Kilovolt ablesen kann. Und wenn man da jetzt dazwischen mit dem Flammenwerfer da eine Flamme hineinbringt, dann werden Sie sehen, dass aufgrund dieser Flamme hier ein Stromfluss entsteht und das wollen wir uns jetzt einmal anschauen, Herr Litschauer, wenn ich Sie bitten dürfte. Sollen wir das Licht lassen, wie es ist? Gut. Tafel ab. Gut. Also Sie sehen hier, ist der Kondensator, die Platten einfach angeschlossen an das Voltmeter. Jetzt wird eine geladen, die andere lädt sich dann umgekehrt, holt sich die Ladungen von der Erde, es ist eben eine geerdete Platte und dadurch haben wir, wie schon so oft, eben hier jetzt eine konstante Ladung im Wesentlichen an den Platten, die Größe der Spannung, das wissen Sie schon genau, hängt natürlich auch vom Plattenabstand ab. Der Herr Litschauer hat das justiert und jetzt schauen wir uns an. Sie sehen, die Spannung bleibt hier einigermaßen konstant. Sehr gut, wunderbar. Also Sie sehen, das wirkt sehr effizient. Also so kann man die Ionisationenemission in Flammen unmittelbar sichtbar machen und Sie werden mir also glauben, dass man eben dadurch tatsächlich verhältnismäßig starke elektrische Leitung hervorrufen kann in den Gasen.
Das war also thermische. Jetzt zur Photoionisation. Bei der Photoionisation ist es so, wie gesagt, dass durch kurzwellige Strahlung entweder im Volumen eines Gases oder an der Oberfläche eines Körpers Ionisierung eintreten kann. Also Ionisierung durch kurzwellige Lichtstrahlung und daraus folgt dann wieder eine entsprechende Leitfähigkeit in dem Gas. Naja, die Nordlichter, das ist eine Möglichkeit, aber es gibt also eine Reihe weiterer Phänomene, wo eine derartige Photoionisation auftritt. Die Nordlichter sind dann eigentlich mehr eine Stoßionisation. Wenn in der Atmosphäre schon verhältnismäßig wenige zunächst noch Ladungsträger vorhanden sind, dann werden, die kommen dann zum Teil auch von der Sonne mit dem Sonnenwind, wenn die dann im Erdmagnetfeld beschleunigt werden, dann kriegen sie eine entsprechend hohe Energie, führen dann zu Elektronenstoß und das ist dann eigentlich das Nordlicht. Das ist auch der Grund, warum das Nordlicht, das der Kollege gerade erwähnt hat, vor allem eben im Norden, na, wo man halt zuerst hingeschaut hat, aber auch beim Südpol unten gibt es, also wenn Sie wollen, ein Südlicht, nicht? Aber man bleibt dann dabei. Polarlicht ist eigentlich der bessere übergeordnete Ausdruck, weil dann die Ladungsträger, die im Magnetfeld der Erde beschleunigt werden, längs der magnetischen Feldlinien in die Atmosphäre eintreten und dort durch Stoßionisation, also selbstständige Entladung, zu stärkeren Ionisationen und damit Leuchteffekten führen. Aber das ist alles verhältnismäßig kompliziert und zum jetzigen Zeitpunkt, deswegen habe ich es auch nicht wirklich erwähnt, aber wenn Sie es schon ansprechen, möchte ich Ihnen nicht schuldig bleiben, zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht so gut zu beschreiben, weil wir haben ja noch gar nichts über den Magnetismus gesprochen. Und jetzt habe ich dann gesagt, Ladungsträger werden in einem magnetischen Feld bewegt. Ja, wieso tun sie denn das überhaupt? Wir sind doch immer davon ausgegangen, in elektrischen Feldern gibt es also Kräfte auf elektrische Ladungsträger. Um das besser beschreiben zu können, benötigen wir noch den Begriff der Lorentzkraft. Und da brauchen wir noch ein bisschen dazu. Also tun wir das ein bisschen verschieben, die Diskussion dieser Vorgänge. Also, hingegen diese Ionisierung durch kurzwellige Lichtstrahlung, das kann man also bereits allein aufgrund der Elektrostatik, wenn man aber zusätzlich das Konzept des Photons als Lichtteilchen hinzufügt, durchaus verstehen. Wieder kann man da ein Experiment mit einem Kondensator machen. Aber dieses Experiment führen wir nicht heute durch, sondern erst gegen Ende dieses Semesters, weil dieses Experiment zum sogenannten äußeren Fotoeffekt ist ein ganz entscheidendes, eines der ganz wichtigen Experimente, die zum Ausgangspunkt und zur Akzeptanz der Quantenmechanik geführt haben. Und es war also dieses Experiment zum äußeren Fotoeffekt, was letzten Endes dann dem Einstein zum Nobelpreis verholfen hat, weil er hat durch das Konzept der Photonen, die vor ihm nicht akzeptiert wurden, durch das Konzept der Photonen diesen Fotoeffekt, also die Photoionisation, erklären können. Interessanterweise für die Relativitätsmechanik hat man ihm nie den Nobelpreis gegeben. Das ist einem offensichtlich damals noch zu
mystisch vorgekommen. Und wie es dann irgendwie alle schon zum Glauben angefangen haben, war es wahrscheinlich nichts Besonderes mehr oder so. Also, naja, man weiß eigentlich nicht wirklich, warum man dem Einstein nicht 2 Nobelpreise gegeben hat. Er hätte sie sicher verdient. Also, so viel zur Oberflächenionisation durch kurzwellige Strahlung. Und warum das kurzwellige Strahlung sein muss, ist auch zunächst nicht klar. Sie sollen nicht glauben, Sie verstehen was Sie verstehen sollten. Zu dem jetzigen Zeitpunkt können Sie das gar nicht verstehen. Weil man würde sich ja denken, wenn ich einfach nur stärkeres Licht, immer stärker, noch einen Scheinwerfer und noch einen stärkeren Scheinwerfer auf dieses blöde Metall draufscheine, einmal müssen doch dann die Elektronen herauskommen. Irrtum, tun Sie nicht. Aber wenn Sie eine UV-Strahlung nehmen und die braucht gar nicht besonders hochintensiv sein, auf einmal funktioniert das. Und das sind also Dinge, die völlig unbegreiflich sind im Rahmen der klassischen Physik und auch im Rahmen der klassischen Elektrodynamik. Die können erst durch das Konzept der Photonen erklärt werden, wo man festlegt, dass die Energie eines Photons unmittelbar zusammenhängt, proportional ist zur Frequenz der entsprechenden elektromagnetischen Strahlung. Das ist aber durch nichts aus der klassischen Elektrodynamik zu rechtfertigen. Das ist einfach was Neues. Und man ist also irgendwie total verzweifelt gewesen vor solchen Effekten und dann ist man mit solchen Absurditäten dahergekommen, die sich dann als tragfähige Fundamente einer ganz neuen Wissensdisziplin, eben der Quantenmechanik und allgemein der Quantenphysik dann herausgestellt haben, waren aber am Anfang natürlich sehr wenig geliebt von den Leuten, denn wer verabschiedet sich schon gern von Dingen, die schon so festgefügt und wunderbar waren, aber andererseits dadurch ist wieder alles viel mehr in Bewegung gekommen und spannender geworden. Nachdem also das so wichtig ist für die ganze Entwicklung der Physik, wollen wir das jetzt nicht nur unter dem Unterabschnitt Photoionisation da durchführen, sondern dem einen entsprechenden Platz dann geben, dort wo dieses Experiment dann seiner Wichtigkeit entsprechend auch hingehört. Aber jetzt wollen wir also zum Fall der Elektronenstoßionisation übergehen. Also die Stoßionisation. Also da, Photonisation, Stoßionisation. Diese drei Kapitel, die ich da so aufgeschrieben habe, eine thermisch, Photo- und Elektronenstoßionisation, das arbeiten wir hier sozusagen ab. Nicht? Und da gibt es wieder verschiedene Arten von Stoßionisation. Ja, das sind wirklich komplizierte Vorgänge. Und es ist mir auch wichtig, dass Sie sehen, dass da also auch erstens ist es spannend, diese verschiedenen Effekte sich vorzunehmen. Und dann, das erfordert auch ziemlich intensive Detailkenntnisse von vielen verschiedenen physikalischen Vorgängen, um das wirklich quantitativ dann beschreiben zu können. Und das tun wir auch nicht quantitativ. Aber wir schauen uns einmal hier an, eine der Möglichkeiten ist der Funke. Das ist eine Stoßionisation, wo hohe Ströme fließen, aber nur mit kurzer Dauer. Naja, Sie wissen ja, was ein Funke ist. Nicht? Also eine natürliche Funke gibt es auch, die Gewitter, die Blitze, nicht? Das sind auch Funken. Da hat man so schon sehr erhebliche Ströme, aber es geht nur sehr kurz. Und dann ist wieder Schluss. Also solche Ströme für kurze Dauer sind, wie gesagt, bei den Ionisationsvorgängen in der Atmosphäre von Wichtigkeit, wenn also Ionenwolken unterschiedlicher Polarität sich bilden, meistens durch Reibung und thermische Bewegung, wenn es also in der Atmosphäre etwas turbulent zugeht und mit großen Temperaturunterschieden und so weiter,
halt eine Gewittersituation. Nicht? Dann kommt es also zu großen Spannungen in der Atmosphäre und das kann also dann zu Funken mit sehr großen Längen führen. Und dass das dann also kracht nachher, das ist also dann ein akustisches Phänomen, weil es in einem solchen Funken sehr heiß wird. Dadurch kommt es dort zu einer thermischen Expansion, da spielt wieder die Thermodynamik hinein, die haben wir ja schon, nicht? Und diese stoßartige Explosion ist dann also eben wie eine richtige Explosion und die kracht halt auch, nicht? Weil da entstehen Stoßwellen und die hört man dann und vor denen haben sich die Leute natürlich auch lange Zeit gefürchtet, aber vor Donnern braucht man sich eigentlich nicht fürchten, denn wenn man den Donner einmal hört, hat man den Blitz schon überlebt. Also das ist verhältnismäßig harmlos. Nicht? Gefährlich ist nur, wenn man den Donner nimmer mehr hört. Nicht? Dann hat es einem vorher schon erwischt. Nicht? Naja, also. Aber man hat ja sogar Götter dazu bemüht, den germanischen Gott Thor, der also da, na Donar, nicht der Donner, Donar und der Thor, der auf den Amboss haut und deswegen wird es also so, naja. Also wir sind ja Gott sei Dank mit der Physik eben dabei, diesen Dingen quasi ihren Schrecken dadurch zu nehmen oder zumindest halt greifbar zu machen, weil wir halt versuchen, die Mechanismen darzulegen, wie das wirklich funktioniert. Aber Theorien hat man halt früher auch gehabt, das war jetzt eine Göttertheorie, nicht? Und jetzt weiß man also, dass das also ein Funke ist, der da abläuft. Aber man kann auch Funken herstellen, zum Beispiel bei Kondensatorentladungen, wenn ein Kondensator mit einer hohen Spannung geladen ist und dann kommt man mit den zwei Drähten entsprechend nahe, dann wird also entsprechend ein hoher Strom durch eine kurze Zeit fließen und dann ist aber auch wieder Schluss, weil dann der Kondensator ja entladen ist. Das geht ja nicht weiter, daher Funke. Naja, die weitere Methode, wie man zur Stoßionisation kommt, ist der Lichtbogen oder die Bogenentladung. Also der Bogen. Das ist eine ähnliche Sache. Da hat man die Glühemissionen aus Elektroden. Zum Beispiel macht man solche Elektroden manchmal aus Kohlestiften. Kohle hat eine relativ gute Leitfähigkeit, ausreichend für derartige Vorgänge. Und wenn man da zwei Kohlestifte in die Nähe bringt, die entsprechend große Spannung dazwischen haben, dann beginnt sich da dazwischen ein Bogen zu bilden. Es entsteht durch die entsprechende Spannung eine Stoßionisation, also eine selbstständige Entladung. Und diese Stoßionisation führt dann letzten Endes zu einer stationären Ladungstransport. Einem stationären Strom. Und dieser Lichtbogen, deswegen heißt er auch Lichtbogen, weil er Licht ist, weil es sehr heiß wird da drinnen, der glüht weiß auf, kann dann verwendet werden zu sehr intensiver Beleuchtung. Zum Beispiel bei ganz großen Scheinwerfern verwendet man so etwas. Wir haben da früher manchmal dazu auch ein Experiment gezeigt. Da muss man also alles, was man so an Gleichstromkapazitäten hier im Haus hat, aufbieten. Und dann kann man da so einen richtigen wilden Lichtbogen herstellen. Das, warum wir es dann nicht mehr gemacht haben, ist, wenn man damit operiert oder wenn sie da in der Nähe sitzen, da kommt so viel UV heraus, dass das ihrer Haut schlecht tut. Also das ist wie eine besonders intensive, ungefilterte UV-Licht von einer UV-Lampe sozusagen. Und das ist es uns nicht wert gewesen. Deswegen machen wir das nicht mehr wegen der Ultraviolett-Gefahr hier sozusagen. Aber den dritten Punkt, den ich hier bei der Stoßionisation noch besprechen möchte, den möchte ich dafür etwas mehr in den Vordergrund stellen und das ist die sogenannte Klimmentladung.
diese Klimentladung, das ist kein Funke und kein Bogen. Es gibt hier wieder eine Stoßionisation. Aber während beim Bogen es so ist, dass wir hohe Ströme und dass wir hohe Ströme haben, so wie beim Funken auch, stationäre, ich schreibe da noch hinein, hoher Strom, ist es bei der Klimentladung so, dass wir bei geringen Gasdrücken auch geringe Ströme haben. Der Bogen findet bei normalem Atmosphärendruck statt. Da hat man einfach eben zwei Elektroden und bringt die genügend nahe zusammen und dann entsteht bei normalem Atmosphärendruck eben die Bogenentladung bei normalem Atmosphärendruck und hohen Strömen. Dagegen bei der Klimentladung hat man niedrige Drücke und geringe Ströme. Aber auch einen stationären Vorgang. Stoßionisation mit stationärem Strom. Und das wollen wir also auch entsprechend Ihnen vorstellen, damit Sie sehen, wie so etwas ausschaut. Und da verwenden wir eine Klimentladung bei unterschiedlichen Drücken. Die findet statt in einer derartigen Glasröhre. Jetzt traue ich mich noch her, weil jetzt ist also die Hochspannung noch nicht eingeschaltet, das steht auf Null. Und da zwischen diesen beiden Elektroden hier kann man hier sicherheitshalber über einen gewissen Vorwiderstand erhebliche Spannungen anlegen, Spannungen bis hinauf zu 25.000 Volt. Also da bleibt man besser ein bisschen weg. Also auch der Experimentator muss hier schon wissen, was er tut. Und diese Röhre ist jetzt zunächst einmal mit Atmosphärendruck, mit Gas gefüllt und dann kann man mit dieser Vakuumpumpe den Gasdruck reduzieren. Und was da vor allem passiert, wenn man den Gasdruck reduziert, ist, dass die einzelnen Moleküle in dem Gas, wenn es immer weniger und weniger werden, eine größere mittlere Freiweglänge bekommen. Sie können länger frei fliegen, bevor sie wieder mit einem anderen Gasmolekül zusammenstoßen. Das heißt aber, wenn das schon vorher ein ionisiertes Molekül war, dann wird dieses Ion aufgrund dieser längeren mittleren freien Weglänge in einem bestimmten elektrischen Feld auch eine größere Energie erreichen können. Und wenn die mittlere freie Weglänge groß genug wird, sprich der Druck klein genug ist, dann wird diese Energie groß genug werden, dass eben diese Energie reicht, um wieder neue, zunächst neutrale Gasmoleküle wieder zu ionisieren. Und damit entsteht dann eben dieser Prozess der Stoßionisation und man hat dann einen stationären Vorgang. Wie das vor sich geht, ist ganz einfach zu erklären. Wir haben also hier diese Glasröhre mit den beiden Elektroden. Zwischen denen ist das Hochspannungsnetzgerät. Und wir wollen einmal davon ausgehen, dass also auf der Seite da die negative und da die positive Spannung angelegt ist. Und was da zunächst einmal passiert, ist, dass wenn also diese Spannung angelegt wird, dass positive Ionen, die da von Plus nach Minus wandern,
beim Aufschlag auf die Kathode Elektronen herausschlagen. Eine Elektronenionisation. Und diese Elektronen bilden dann, lagern sich an neutrale Gasatome an und man hat dann in dem Bereich hier eine Wolke. Eine Wolke von negativen Ionen. Eine negative Ionenwolke. Wo dann zwischen diesen, zwischen der Kathode und dieser Ionenwolke dann und über diese Ionenwolke hinweg ein relativ steiler Potentialanstieg erfolgt, der sogenannte Kathodenfall, und anschließend dann nur mehr ein flacher weiterer Verlauf bis hin zur Anode. Die negative ist die Kathode, die positive ist die Anode, hier ist also die Kathode, hier ist die Anode. Und wenn man also hier dann das elektrische Potenzial aufträgt, das hier herrscht, dann wird also das hier relativ steil ansteigen. Das ist also der Bereich des Kathodenfalles. Und dann hier relativ flach weiterlaufen bis hin zur Anode. Diesen Bereich hier, den nennen wir den Kathodenfall. Und in dem Bereich dieses Kathodenfalles gibt es da hier unten dann, weil da eben viele Ionisationsvorgänge stattfinden und bei Rekombination dann auch Leuchteffekte entstehen, das sogenannte negative Grimmlicht. Ich schreibe das da nur so her. Sie haben ja die Möglichkeit, sich das auch entsprechend dann noch zu notieren. Naja, und dann in weiterer Folge, nach einem Dunkelraum, sieht man dann ein ziemlich weit ausgebreitetes, säulenförmiges Licht. Und das ist also die positive Säule. Das ist jetzt alles eine empirische Sache, die wir uns gleich jetzt auch noch experimentell näher anschauen. Und dazwischen also ein dunkles Gebiet. Diese Vorgänge sind aber abhängig vom Druck. Denn je kleiner der Gasdruck wird, desto größer werden ja die freien Wege, über die die Ionen sich und die Elektronen sich bewegen können, desto höhere Energien in kürzeren Distanzen können diese Elektronen erreichen. Naja, und dieses negative Grimmlicht und die positive Säule, das können wir uns jetzt am Experiment konkret anschauen. Es wird jetzt der Herr Litschauer da also eine Spannung anlegen. Wie hoch wird die Spannung sein? 18.000 bis 20.000 Volt. Und dann wird der Druck, der jetzt ja auf Atmosphärendruck ist, heruntergepumpt mit dieser Vakuumpumpe. Da werden wir also auch schön finster machen. Ich bitte Sie, da hinten die Türen zu schließen, damit wir das Licht aus dem Vorraum nicht störend hereinbekommen. Und wir werden also dieses Experiment jetzt bei Finsternis durchführen. Naja, ich habe Ihnen nichts. Also ein Lichtl gibt es da oben schon noch, Gott sei Dank. Etwas gibt es. Ne? Aber ansonsten ist wirklich finster. Also greifen Sie nicht daneben, greifen Sie nicht in die spannungsführenden Teile hinein. Aber der Herr Litschauer ist sehr erfahren und kann das. Also bei abnehmendem Druck wird jetzt die Energie der Ladungsträger größer.
Ja. Und jetzt sehen Sie schon, so wie ich es Ihnen vorher angedeutet habe, dass es da links das negative Glimmlicht gibt und nach rechts zur Anode hin eine positive Säule. Aber was ich Ihnen bewusst vorenthalten hatte, weil das soll für Sie ja eine Überraschung sein, so werden Sie sich vielleicht auch gut merken, ist, dass diese positive Säule so eine stationäre Schichtung zeigt. Und der Herr Litschauer hat das so super eingestellt, dass der Gasdruck in dieser Röhre jetzt weitgehend konstant bleibt und damit auch dieses Phänomen hier stationär steht. Wenn Sie sich das da anschauen, da haben Sie viele, vielleicht 10 oder 15 solche Schichtungen. Wodurch kommt das zustande? Meine Damen und Herren, bei dem Experiment haben Sie einerseits jetzt rein empirisch eine Klimmentladung, die man verwenden kann, um es als Lichtquelle zu verwenden. Was uns als Physiker aber viel mehr interessiert ist, wodurch kommt diese Schichtung zustande? Und da zeigt sich, dass das nur wiederum mit Hilfe der Quantenmechanik zu erklären ist. Der Abstand zwischen zwei solchen Schichtungsstreifen ist gerade im Zusammenhang zu sehen mit der mittleren freien Weglänge der Ladungsträger in diesem Gas. Und warum? Über diese Distanz erreichen die Elektronen bei dieser Klimmentladung gerade die Energie, die notwendig ist, damit die zunächst neutralen Gasmoleküle angeregt werden können, sodass sie dann nachher durch Rekombination wieder ein Licht aussenden können. Das ergibt dann diese Lichterscheinung. Und das heißt aber, es muss eine gewisse bestimmte minimale Anregungsenergie geben, sonst könnte es nicht zu so einer Lichterscheinung kommen. Diese minimale Anregungsenergie ist ein reiner Quanteneffekt. Sie sehen hier sozusagen unmittelbar anschaulich in die Quantenwelt hinein. Wenn man jetzt den Druck weiter senkt, bitte Herr Litschauer, dann werden Sie sehen, dass diese Phänomene immer weiter auseinanderrücken. Man sieht es jetzt hier auch nur mehr ungefähr, dass also da das also sich etwas verwischt. Die Energien werden größer und dadurch sieht man diese Schichtung nicht mehr so deutlich. Verringert man weiter den Druck, dann kommt ein neues Phänomen hinzu, das man nennt die sogenannten Kanalstrahlen. Wir haben nämlich auch, das habe ich Ihnen vorher nicht gesagt, bei der Kathode, die also so links ist, ein Loch in der Mitte. Und wenn nun positive Ladungsträger bei dem hohen, bei der hohen Spannung und bei dem kleinen Druck da jetzt auf diese Kathode treffen, dann werden sie durch ihre Trägheit durch das Loch hindurch treten und man kann dann auf der linken Seite der Kathode hier ein leichtes Phänomen, ein leichtes Lichtphänomen sehen, nämlich die sogenannten Kanalstrahlen. Deutlicher sieht man sie in der Kamera nicht. Da müssen Sie, wenn Sie das genauer sehen wollen, da dann noch näher hierher kommen, aber näher als ich keinesfalls. Und Sie sehen dann da das Austreten. Können Sie es da vorne erkennen als Zeugen sozusagen, dass da links hier aus diesem Loch in der Mitte da noch ein Strahl heraustritt? Sehen Sie das? Sieht man das da drüben auch noch? Na, ist ja schon. Also bis daher sehe ich schon, muss ich sagen, aber vielleicht, naja, also das lässt sich mit der Kamera leider nicht besser zeigen. Aber dadurch kann man also sehr hochenergetische Strahlen erzeugen, die dann sogar Ausgangspunkt zu Röntgenemissionen werden können. Deswegen wollen wir das dann auch nicht zu weit treiben.
Also ich glaube, dass Sie mit dieser Klimaentladung gesehen haben, dass man durchaus interessante Effekte bei der Gasentladung sehr deutlich sichtbar machen kann. Und ich danke Ihnen, Herr Litschauer, dass Sie uns dieses Experiment vorführen konnten. Okay, vielen Dank. Also diese Glimmentladung, die kann man verwenden für Glimmlampen und für Leuchtstoffröhren. Also diese etwas traurige weiße Beleuchtung, die wir da herin haben, das ist letztlich auch auf diesen Effekt zurückzuführen. Aber insbesondere finde ich, dass diese Glimmentladung so interessant ist, weil sie uns zeigt, dass durch diese Schichtung bei den Leuchterscheinungen ein eindeutiger Hinweis darauf gegeben ist, dass es diskrete Energieniveaus gibt bei den Gasmolekülen, die erreicht werden müssen, damit dieses Gasmolekül angeregt werden kann, um dann nachher auch wieder durch Rückfall in den Grundzustand ein Photon auszusenden, was die Lichterscheinung macht. Wären keine solchen diskreten Anregungsniveaus vorhanden, dann hätte man immer nur eine gleichmäßig glatte Lichtsäule. Und diese Schichtung ist also ein ganz deutlicher Hinweis auf die Quantenhaftigkeit der Phänomene im Bereich der Dimensionen von einzelnen Molekülen. Man könnte allerdings immer noch jetzt sich denken, das hat ja eigentlich nur was mit den Lichtteilchen, mit den Photonen zu tun. Aber nein, es sind ja hier die Elektronen, die da die Anregung machen. Und die müssen eine genügend große Strecke durchlaufen, bis sie energetisch genug werden, um diese Anregungsschwelle zu überwinden. Dazwischen gibt es auch Gasmoleküle, aber die sind cool, an denen prallen diese lächerlichen, schwachen Elektronen ab. Das ist für die nichts. Aber daher gibt es dort keinen Energieaustausch. Aber sobald sie so weit sind, dass sie die rechte Energie haben, dann können sie inelastisch stoßen, verlieren aber damit auch ihre ganze Energie. Und diesen Effekt werden wir am Ende dieses Semesters noch mit dem berühmten Frank-Hertz-Versuch Ihnen vorstellen. Ein ganz entscheidendes Experiment, das dann zeigen kann, dass es tatsächlich in den Atomen und Molekülen diskrete quantenhafte Energieniveaus gibt. Dinge, an die man zunächst nicht glauben wollte. Aber wir führen sie Ihnen vor und motivieren Sie damit, dass Sie sich mit dieser ganzen Welt der Quantenphysik in weiterer Folge intensiv auseinandersetzen. So viel zu der Stromleitung in Gasen. Und morgen kommt wieder ganz was Neues. Morgen fangen wir nämlich mit den magnetischen Feldern an. Danke. Schön ist es gekommen. Danke. Also, ich bin so wieder vor. Thank you.